Ja, und somit ein herzliches Willkommen wieder bei Minecraft live in der Schniedelwutz mit euren OstDLP und eurem Victim of Games. Wir begrüßen euch so ganz recht herzlich. Boinsen! Was war das? Ich hab das... weil du hast immer weiter geredet. Ich hab gedacht, das war's schon, wollte Moinsen sagen, aber egal, ich hab's in die Länge gezogen. Hey. Darf er nichts sagen? Gut, ich begrüße dich mal nicht mehr. Ach doch, ich fand's schön. Nee. Hast du super gemacht. Schließ jetzt ab, bleib daheim im Hausarrest. Okay, alles klar. So, wir gucken jetzt mal in den Ofen und jetzt gucken wir mal hier in die Truhe und ja, jetzt können wir zwischen den Truhen oben und unten wechseln. Wenn wir Hausarrest haben, können wir ja nicht mehr machen. Ja, reicht doch für die Folge, oder? Okay. So, okay, hier nochmal ein bisschen Kies hinschütten und dann haben wir erstmal den ersten Weg eigentlich so gut wie danach hier fertig. Da würde ich dann sagen, dann mache ich hier dann auch später hier noch einen Zaun hin. So, ich sehe gerade, dass der eine Kompost schon wieder leer ist. Das, was? Oh, Alter. Nochmal, wir haben noch ein bisschen Quinte. Naja, das ist verdammt schnell durchgeballert. Ja, da vorne nein, das, den Scheiße nein. Ja, das... Alter, wie schnell geht denn das? Geht ja echt ratzifatzi. Alter, ist er fest. Okay, wir werden jetzt so... Ja, erzähl mir mehr. Fuck. Leute, nicht wundern, ich tapp ganz kurz raus. Ist das doof. Alter, jetzt war hier ein Creeper hinter mir. Oh, fast explodiert am Haus. Ach, Feld. Quatsch. Also. Leck mich am Arsch. Ich hab's nur gehört. Okay. Jetzt kommt der Dreckspisser her hier. Ich habe mich vergessen, die Musik wieder anzumachen. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das selber kennt, auch die Leute, die Minecraft spielen und nicht spielen. Das ist doof, wenn man im Fenstermodus, also in Windows-Modus geht, kommst du in den Fenstermodus wieder zurück. Und das ist eben halt bei der Aufnahme immer sehr unschön. Man hat dann eben halt die gewissen Probleme, das dann da wieder umzustellen. Man muss wieder auf Vollbild gehen, also zurück und wieder dran. Und ach, das ist so doof manchmal. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber man kann es ja nicht ändern, es ist eben halt so. Okay, und ich weiß das jetzt nicht, wir haben eine Zähne. Ja. Dass wir wenigstens den ersten Weg jetzt hier fertig haben, erstmal Verbund zur Mine und zum Haus. Dass es wenigstens noch ein bisschen was aussieht, dass das hier so langsam mal Gestalt annimmt. Optimal. Okay. Die Mine ist ja sowieso erstmal provisorisch gemacht. Was ist denn das? Ist das Schnee? Ach nee. Hä? Was ist denn das? Ach, Stein. Warte mal, das machen wir weg. Kommt Erde hin. Das sieht ja sonst absolut nicht aufgeräumt aus. Ach, sehr ordentlich. So, Hammer. Hammer gemacht. So. Das Land haben wir hier ein bisschen vergrößert und verbreitert und erhöht. Sieht auch gut aus. Hier haben wir jetzt unsere zwei Treppen. Hier geht es rein zum Dings. Könnte man theoretischerweise auch hier draußen noch ein paar Lichter hin machen. Und zwar eins hier hin, eins dahin. Das nach draußen schön leuchtet, dass wir wissen, wo es lang geht. Und natürlich hier noch mal eins hin. Sieht das alles ein bisschen besser aus. Oh, die Blätter haben gereicht, die Seerosen. Quatsch. Die haben gereicht. Ich habe sogar noch 5 übrig. Komm, das gucken wir uns mal an. Wir gucken jetzt erstmal wieder zum Sven rüber, wie das aussieht hier. Was er da so schönes macht. Hätte ich nicht gedacht, du. Hätte ich nicht gedacht. Du kannst, wenn du willst. Bin da. Ich habe hier zum Beispiel Bambus. Ich weiß nicht, das kann man ja auch so essen. Wenn du mit kannst rechts drüber laufen? Bambus. Du kannst drüber laufen, ja. Was war das? Da kann ich echt drüber laufen. Okay. Du kannst rüberlaufen. Hier zum Beispiel, ne? Bambus mit Rechtsklick kannst du ernten. Hier. Okay. Kannst du mal einstecken. Kann ich da echt drauflaufen jetzt? Ja, ja, das ist. Du kannst auch hüpfen. Du kannst auch drauf hüpfen. Da passiert nichts mehr. Ah, okay, deswegen, das wollte ich wissen, weil du das letzte Mal ja gesagt hast. Hier, Gerste, siehst du ja mal rechts unten, ob es erwachsen ist oder nicht. Wo sehe ich denn das? Nee, unten rechts steht Wachstum. Wenn du drauf gehst, steht Gerstenpflanze und Wachstum erwachsen. Wie drauf gehen? Mit E oder? Nee, was? Nee, einfach nur angucken. Nee, da steht bei mir nichts da. Unten rechts steht da nichts bei dir? Nee. Okay. Oder ist da bei dir eine andere Einstellung?
Eigentlich nicht. Hier kannst du, hier sind Tomaten, kannst du auch mitnehmen. Hier. Oh, das ist aber schön. Ja, aber bei mir steht da nichts da. Und Mist. Also ich kenne das ja normalerweise auch so. Hä? Also egal, wo ich hier drauf gehe, auf den Zaun, dann steht bei mir Zaun da. Warte mal, ist das nicht unter irgendeine Einstellung? Oh, das ist von Anfang an drin. Oh, hier, Auberginen kannst du auch mitnehmen. Grafik, nee, Others, Animations, Details, Grass, Rain, Stars, Sun, Deep, Vignette, Drop It, Items, Default, Show Capes on. Oh, das ist der Player. Könnte es sein? Nee. Scheiße. Der bei mir steht echt nicht. Nur wenn ich jetzt auf E gehe, gehe rüber, steht jetzt hier, da steht alles so da. Bei mir steht oben die ganze Zeit rechts oben im Eck Starving. Steht das bei dir, oder? Nö. Hier ist noch Gerste, kannst du mitnehmen. Ja. Und hier ist noch Chili. Ach nee, Bohnen sind das. Ich mach das jetzt gerade ein bisschen verrückt. Statistiken. Mod-Option. Ist das eine Mod-Option drin? Weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Hä? Super Secret Setting. Also auf jeden Fall hast du hier dann noch Bohnen und rechts von dir stehen noch Rhabarber. Kannst du auch noch mitnehmen. Was hab ich denn jetzt mitgenommen? Wieso hab ich denn jetzt Bohnen eingesteckt? Ja. Hm. Was willst du? Was ist denn das jetzt gewesen? Was denn? Was hab ich denn jetzt gemacht? Oh scheiße, ich muss das nochmal rausmachen, ja. Ich verstehe ja schon wieder alles während des Spiels bei mir. Warum bist du jetzt mein Spiel so grieselig? Was ist denn das? Grieselig? Ja! Hä? Das Spiel kaputt gemacht, bestimmt. Na, ach, Leute, echt, ich hätte es einfach so lassen sollen. Warte mal, machen wir einfach mal so, machen wir einfach mal so, machen das einfach mal so. Alter Schwede. Aha, klasse. Ach, nee. Ich hab aber irgendwas. Hä? Was ist denn das jetzt in der Mitte? Ich hab da jetzt irgendeine. Hä? Boah, läuft bei dir, hä? Bei mir läuft's echt. Was ist denn das? So. Lass dich mal hier. So, was machen wir jetzt? Ach so! Das will ich freuen, das liegt. Ich kümmere mich jetzt mal um das Bienengedönse. Die Super Secret Settings, das ist. Ach, jetzt sieht's alles in Schwarz-Weiß ach, Alter, aus. Alter, ja, das. Ja. Musst du durchschalten, bis es wieder normal ist. Ist das jetzt normal? Ich weiß es nämlich nicht. Ja, aber kann man nur da, wie kann man nur da drauf drücken? Im Spiel. Wie kann man nur? Oh, jetzt komme ich mir vor wie besoffen. Was ist los auf dem Kopf? Was ist denn? Alter! Ach scheiße, nicht geben. Wir wissen, wie man das herstellt. Ja, wie oft muss ich da noch durchdrücken? Wie viel gibt's denn da? Leute, was ist denn mit dem Bild los? Das sieht doch geil aus. Leute, seht ihr das? Krass, gell? Was ist das? Mann, wie stellt man einen Bienenstock her? Also, wie super. Oh, jetzt bin ich ja.
Ich weiß, ich darf nicht mehr trinken. Mein Bild flackert. Okay. Ich würde einfach nur gerne wissen, wie man Bienenstock macht, aber irgendwie. Ich würde einfach nur mal gerne wieder das normale Bild haben. Ich glaube, das ist jetzt wieder das normale Bild. Wird es bei dir dunkel? Ja. Cool, ich habe jetzt den ganzen Tag verbracht, in den Super Secret Settings da drin rumzuwirken. Ich habe gedacht, ich habe den Computer jetzt, also ich habe jetzt irgendwie die komplette Einstellung verändert. Alter Verwalter. Das kannst du keinem erzählen. Wo bist du? Bist du schon oben? Ich bin oben, ja. Aber es stört mich gerade ein bisschen, dass ich nicht gucken kann, wie man das herstellt. Oh, was ist das für ein Wollt ihr jetzt einen Bienenstock herstellen? Ach, du hast doch schon wieder gedingsbumst. Dein Menü hast du doch schon wieder geklaut. Naja, ich hab's aber gleich wieder zurückgegeben. Will halt nur gucken, wie das. Okay, ist das wirklich das normale Bild jetzt? Ja, das sieht so farbenfroh aus. So, wir müssen erstmal ein bisschen was essen. Liebe Leute. Und zwar haben wir uns erstmal hier Bambussprossen rein. Da steht's da, wenn ich esse, was es ist. Das sind Tomaten. Wir leben gesund. Und Kaffee. Was? Kaffeebohnen kann ich auch fressen? Cool. Und einen Feuerstein habe ich schon gefunden. Knochen haben wir noch mit. Okay. Super Secret Settings haben wir rausbekommen, wie das geht. Jetzt müssen wir nur noch rausbekommen, wie kriegen wir das hin, dass wir jetzt es sehen. Dass wir sehen, was da ist. Steuerung. Lach nicht. Ah ja, das gerade. Na was? Ich wäre ja zum Schwein. Ich will mir mal schnell was zu fressen hier. Na, so. Na, was ist denn das? Musikgeräusche definitiv nicht. Details, Animation, Gehbewegung, erweitertes OpenGL. Was ist das? Was ist ein OpenGL? Fühl ich gar nichts an. Steht Alter, nee. Steht bei mir Päckisch oben. Was ist denn das? Warum steht Päckisch. Paddington. Och Mann, ich will das jetzt so haben. Details. Ist doch aber alles an. Baumwollsamen. Warum hast du das und ich nicht? Ich würde das auch haben. Och Menü, jetzt bin ich auch ein bisschen beleidigt. Ich bin doch gerade überfragt. Ich, hä? Nee. Animation. Unter Animation kann das aber auch nicht sein. Quality. Natural Text. Texturen, ach nee, das sind Texturen. Anti, Clear, Mip, Map, Type, Nearest. Anti-Aliasing, nein. Das hinsetzen. Helligkeit düster. Durchschnitts. Wieso Helligkeit düster? Also ihr seht, wir sind noch ein bisschen so die Einstellungsfreaks. Ja, weil du gesagt hast, du siehst das, wenn du irgendwas anguckst unten rechts. Ich sehe aber nichts. Alles, Grasblock, Kleeblatt, Kleefeld, Stachelbeere. Ich bin mir nicht. Feindefieder durch. Muss ich das unter E einstellen? Schalte Regenansätze, Spielmodus auf Kreativ, Magnetmodus. Es ist nee. Heile Option und links. Inventar, Welt. Welt, Werkzeuge, Tasten, Befehle. Welt. Highlight Tooltips. Versteckt. Was hab ich jetzt gemacht? Ah, angezeigt. Jetzt hab ich's! Bei mir steht's aber oben in der Mitte. Alles klar. Eichenholz, Grasblock, Kleefeld. Ah, das ist cool. Steht das jetzt so da? Ist das Sven? Nö. Okay. Also hast du jetzt Zucchini, Gurke.
Es geht, Leute, wir haben es hinbekommen. Also nochmal für euch, wenn ihr das Spiel spielt, auf E, Option, Welt und dann Highlight Tooltips. Und dadurch könnt ihr das anschalten, um zu sehen, was ich sehe gerade, also was ich angucke, zu sehen. Wisst ihr? Also, was ist das? Ich habe was gelernt, ihr habt was gelernt, wenn ihr es noch nicht kanntet, oder vielleicht war es ja bei euch schon eingestellt. Sven ist immer noch überfragt. Bei mir nicht, bei mir steht das unten rechts. Egal. Nee, bei mir steht es oben, also ich habe es oben jetzt. Ja, das kann ich auch einschalten, extra noch. Arschloch. Aber egal, das ist schon mal eine Alternative, dass ihr trotzdem wisst, was es ist. Und falls das bei euch von Anfang an nicht da sein sollte. So, wieder ein bisschen schlauer geworden, das gefällt mir doch. So, was wollte man jetzt machen? Ich würde halt gerne einen Bienenstock bauen, aber da brauchen wir noch ein paar Blümchen dann. Das Blöde ist nur... Ich bin am überlegen, wie ich das mit der Brauerei mache. Trichter bräuchte man eigentlich auch dann. Aber überlegen wir gerade, was wir alles für der Herstellung... Wir sind ja gleich rum, und dann darf, kann ich ja mal gucken, wie das alles hergestellt wird. Darf ich dir mal was sagen oder zeigen? Ja. Guck mal, du siehst doch hier oben links den Hügel neben dir da. Da ja. Oben, gell? Weißt du, was ich da vorne eine tolle Idee habe? Du willst dein Haus da oben hinbauen? Nein, guck mal, ich hüpfe sogar auch dafür. Weißt du, was ich vorne eine tolle Idee habe, da oben hinzubauen? Was denn? Eine Burg. Okay, das heißt kleine Burg, aber okay, alles klar. Ja, in der Oder noch so ein Türmchen oder irgend sowas in der Art, so. Eine kleine Festung, ja. Ja, das ist doch cool. Weil hat man die dann auch voll im Blick. Also ist das hier dann so das Dörfchen rundherum halt? Ich weiß nicht. Die Siedlung. Ja, oder ich kann ja so eine Ruine im Wald bauen, weißt du wie? Also muss ja eine richtige Burg sein, sondern eine Ruine. Ja, ja, ja. Das wird doch auch voll cool, oder? Gell. Können wir machen. Guck mal, ich kann rückwärts laufen. Ich gucke aber dann jetzt. Geil. Drauf, Alter. Guck mal. Moonwalk. Aber zwischen den nächsten Aufnahmen gucke ich auf jeden Fall mal, wie man was herstellt. Und nur Zwaro würde ich unbedingt gerne den Atlas herstellen wollen. Okay. Und auf jeden Fall einen Trichter und wo man so Küchenzeugs machen kann, dass man ein Schneidebrett haben, wo wir dann richtig cooles Essen herstellen können. Wenn du auf E gehst, kannst du nämlich auch, warte mal, heißt das Schneidebrett? Ja, brauchst einfach nur gib einfach Schneide ein. Da steht dieses komische Schneidebrett und mit dem Schneidebrett, oh, jetzt habe ich es mir gegeben. Nee, wieder weg. Nee. Damit da Schneidebrett, Können wir cooles Essen machen damit. Ach ja. Also haben wir noch richtig viel zu tun. Jo, auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, also Leute, warte einen ganz kurzen Moment. Ich tu mal ganz kurz für euch hier mal durchswetten. Das sind bei mir 32 Seiten. Wenn ihr könnt ihr ganz kurz anhalten und könnt auch sehen, was da so für Dinge gibt. Wir können einfach bis uns Unerlässliche können wir hier bauen, anpflanzen, tun. Sammeln, also machen und craften, das ist der Hammer. Ja, und machen lassen auf jeden Fall. Also jetzt nicht einfach hier im Puff gehen oder so, sondern eben halt für uns auch produzieren lassen. Richtig klasse, es gibt richtig viel, fein pflanzenmäßig. Habt ihr ja schon mitbekommen von Obst und Gemüse, was wir da schon hier. Alter Verwalter. Ich bin selber ein bisschen sehr erstaunt darüber. Die ganzen Rezepte dann, Alter. Puh. Krass. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut, muss ich echt sagen. Okay. Ja, es war jetzt eigentlich erstmal in der Folge, wir haben erstmal super Secret Settings haben wir erst entdeckt und ich habe euch gezeigt, wie man auch das einstellen kann. Jetzt siehst du, hier steht alles da. Bett, Glasscheibe, Eichenholzbretter, Truhe, Schild, klasse. Schön, gell? Haben wir jetzt. Wir gehen mal so durch die Welt und du sagst mir alles, was du siehst. Eine ganze Folge lang. Ich quatsch jetzt nur noch. Erde. Okay, also wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal bei euch und wenn es euch wirklich gefallen hat, lasst einen Daumen da. Es war auch jetzt wieder eine relativ von meiner Seite her eine lustige Folge auch wieder, muss ich selber sagen, mit raustappen. Das ist eben halt immer so der Nachteil eben halt bei Aufnahmen. Aber wir können es nicht anders machen. Es ist eben halt so, man vergisst auch einiges. Man ist ja nicht in jeder Hinsicht perfekt. Sven versucht natürlich auch sein Ding hier irgendwie zu fabrizieren.
Ja, wir müssen uns erstmal irgendwie versorgen. Das ist halt immer genau. Das, ja. Okay. Wir sagen dann erstmal schönen Dank. Wir sehen uns bestimmt in der nächsten Folge wieder. Euer OstiLP und euer Victim of Games. Und wir sagen erstmal ciao.